eines 22-Jährigen aufgerufen. Der junge Mann war in der Nacht nach einer Auseinandersetzung mit zwei Afghanen an einem Herzversagen gestorben. Die Polizei ermittelt und in Köthen gibt es die ersten Demonstrationen. Wir verfolgen diese angespannte Situation in unserer Sendung um 19.30 Uhr. Jetzt sehen Sie aber erstmal Ihre Ländermagazine. Guten Abend und herzlich willkommen bei Sachsen-Anhalt heute an diesem wunderschönen Spätsommertag, der überschattet wird von dem tragischen Tod eines jungen Mannes in Köthen. Warum musste der 22-Jährige sterben? Vorausgegangen war wohl ein Streit von mehreren Afghanen. Und der Verstorbene soll in diesen Streit geraten sein. Was wir momentan vom Tathergang wissen, das ist wenig. Und die Ermittlungen, die laufen derzeit. Köthen am Morgen danach. Auf diesem Spielplatz kam es zu der Auseinandersetzung. Während die Verdächtigen und Zeugen von der Polizei vernommen werden, sichert die Tatortgruppe des Landeskriminalamts Spuren. Informationen aus Ermittlerkreisen sind dürftig. Vor Ort herrscht vor allem Bestürzung. Für mich ist es eine tief traurige Angelegenheit. Wir sind bestürzt über das, was geschehen ist. Fühlen allerdings klar und deutlich mit den Angehörigen auch des Opfers. Das ist nicht die Art und Weise, wie man in Deutschland eigentlich Probleme löst. Was genau geschah, das ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Zwei Verdächtige sind in U-Haft. Im Tatverdacht stehen dazu zwei afghanische Asylbewerber im Alter von 18 und 20 Jahren und Opfer war ein Köthener im Alter von 22 Jahren. Am Tatort ist die Betroffenheit groß. Anwohner treffen ein, Kommunalpolitiker, Kirchenvertreter. Sie legen Blumen nieder, stellen Kerzen auf. Ich habe eine Kerze mitgebracht für den Verstorbenen. Und wir werden für ihn beten. Ja, das ist das, was wir als Kirchen tun. Wir versuchen auch, die Lage zu entspannen. Es ist immer so eine Gefahr da. Wir hatten gerade Chemnitz, dass es jetzt hier eskalieren kann. Und das ist das, was, glaube ich, keiner möchte. Landespolitiker äußern sich bisher nur schriftlich. Innenminister Holger Stahlknecht lässt per Pressemitteilung verlauten, ich habe vollstes Verständnis für die Betroffenheit unserer Bürgerinnen und Bürger. Dennoch bitte ich um Besonnenheit. Wir werden alle Mittel des Staates konsequent einsetzen. Ausländerbeauftragte Susi Möbeck twittert betroffen, so traurig, ein Mensch ist gewaltsam zu Tode gekommen. SPD-Landtagsabgeordnete Katja Pähle mahnt Besonnenheit an. Es darf jetzt keine Gewaltspirale geben. Am Nachmittag lud die Kirche zu einem Gottesdienst für den getöteten 22-jährigen Markus B. ein. Zu den Tatverdächtigen sickern erste Informationen durch. Einer hatte eine Aufenthaltsgenehmigung, der andere sollte abgeschoben werden. Weil gegen ihn Ermittlungen liefen, lehnte die Staatsanwaltschaft ab. Erst Ende dieser Woche kam das Okay. Für Markus B. war das zu spät. Der Verstorbene wurde gleich heute Nachmittag obduziert und mittlerweile liegt auch das Ergebnis vor. Der 22-Jährige starb an einem akuten Herzversagen. Und nach Angaben der Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau werden die Ermittlungen gegen die beiden Afghanen jetzt aufgrund des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung geführt. Und in Köthen ist uns jetzt unser Reporter Daniel Schrödel live zugeschaltet. Sie stehen ja jetzt direkt am Rande des Trauerzuges, der durch Köthen führt. Wie ist denn die Situation im Moment vor Ort? Im Moment ist es sehr ruhig hier. Der Trauerzug hat sich gerade vor wenigen Sekunden in Bewegung gesetzt. Es kamen seit 18.30 Uhr die Leute, die daran teilgenommen haben, immer mehr waren das dann bis 19 Uhr. Ich würde insgesamt nach ersten vorsichtigen Schätzungen von bis zu 500 vielleicht leicht darüber Teilnehmern ausgehen. Die Teilnehmer sind hier breit gemischt. Man kann nicht sagen, dass hier ein bestimmtes Lager den Protest für sich, den Trauerzug für sich vereinnahmt hat. Ich habe auch mit der Polizei darüber gesprochen, wer denn der Veranstalter ist. Stand 18.30, 18.45, ein Veranstalter stand noch nicht fest. Ähnlich ruhig war die Lage am Bahnhof. Dort hatte die Landtagsabgeordnete Henriette Quade zur Demonstration aufgerufen. Dorthin kamen eher Demonstranten aus dem linken Lager, die waren noch recht klar zuzuordnen. Viele von der Linksjugend, auch Teile der Antifa-Wander. Ich würde sagen, dass dort 50 bis 100 Teilnehmer waren. Aber auch dort war die Lage sehr ruhig. Erst gab es einen Toten, dann eine Spontandemo. Man denkt ja sofort an die Ereignisse in Chemnitz. Sehen Sie da Parallelen?
Also sicher befürchten hier sehr viele, dass es auch zu ähnlichen Ereignissen wie in Chemnitz kommt. Habe da mit der Polizei gesprochen und auch einzelne Polizisten haben das befürchtet. Auch Frau Quade von den Linken hatte die Befürchtung. Aber es gibt auch Gründe, die dagegen sprechen. Zum einen hat hier die Zivilgesellschaft sehr schnell reagiert. Ja, schon am Nachmittag hat sich hier der Oberbürgermeister zusammen eben mit dem Präsidenten der Anhaltischen Landeskirche zusammengesetzt und überlegt, was man dem an zivilgesellschaftlichen Engagement eben hier machen kann, um die Lage zu beruhigen. Auf der anderen Seite hat auch die Polizei sehr schnell mit sehr vielen Einsatzkräften reagiert und das sind für mich Gründe, die dafür sprechen, dass man aus den Ereignissen von Chemnitz hier in Köthen auch durchaus gelernt hat. Vielen Dank für diese Eindrücke aus Köthen, Daniel Schrödel. Dankeschön. Ja, und an diesem Thema, da kam natürlich auch der AfD-Landesparteitag in Dessau nicht vorbei. Und dort sollten heute die Delegierten... ...dass wir uns erheben und diesem Toten jetzt in würdiger Form gedenken. Schweigeminute für den in der vergangenen Nacht in Köthen gestorbenen jungen Mann. Schon während der Vormittagsstunden erreicht die Nachricht über die sozialen Netzwerke die Delegierten des AfD-Landesparteitages hier in Dessau. Im Nachgang zu den Ereignissen in Chemnitz folgt eine klare Ansage des Landeschefs an die Parteimitglieder. Die polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall dauern noch an. Insofern werden wir uns heute an Spontandemonstrationen nicht beteiligen, aber Hannes Loth und der Kreisverband Anhalt-Bitterfeld werden nach Vorliegen der entsprechenden Erkenntnisse hier zu eigenen Veranstaltungen aufrufen. André Poggenburg, Vertreter des rechtskonservativen Flügels, kündigt Gedenkaktionen an, will die AfD aber von rechtsextremen Teilnehmern abgrenzen. Wir möchten natürlich als AfD darauf hinweisen, dass es so nicht weitergehen kann. Wir werden dort sicherlich auch Kundgebungen machen. Werden uns sehr Mühe geben, klarzustellen, dass wir diese Kundgebungen nicht instrumentalisieren lassen wollen. Durch Rechtsaußen ist uns auch wichtig. Ob uns das gelingt, ist eine andere Frage. Wir werden es auf jeden Fall aber klarstellen. Anlass des Landesparteitages jedoch ist ein anderer. Heute werden